Hey Bruder René, wäre cool, wenn du einmal ein Video über Willkommen Österreich machen würdest, denn die zeigen dich ja so oft, schreibt mir der 18-jährige Robert über Facebook. Willkommen Österreich hat gestern schon zum 5. Mal Ausschnitte aus meinen YouTube-Videos gezeigt. Es freut mich, dass Stermann und Grisemann, die beiden Moderatoren dieser Sendung, Interesse an meinen Videos zeigen. Hallo Stermann und Grisemann, hallo Zuseherinnen und Zuseher von Willkommen Österreich. Mir gefällt es, wenn andere über mich lachen. Ich lache auch gerne über mich selber. Das tut gut. Ich denke, viele schauen sich gerne die Late-Night-Show Willkommen Österreich an, weil sie dort viel lachen können. Lachen entspannt. Und soviel ich weiß, kommt das Lachen von einem Überraschungseffekt im Gehirn, wenn zum Beispiel alltägliche Denkabläufe durchbrochen werden. Schauen Sie sich zum Beispiel mein Video Hoppala Denise an. Mein Gehirn rechnet nicht damit, dass die Fotografin plötzlich mit einem Fuß im Boden versinkt und ich lache laut auf. Ich denke, ähnlich ist das mit der Freude. Mir scheint, sie kommt dadurch, wenn gewisse Alltagshaltungen wie zum Beispiel Frust oder Leistungsdruck plötzlich durchbrochen werden. Wenn zum Beispiel mich mitten im Alltag jemand herzlich grüßt, dann kommt leicht Freude in mir auf. So etwas erlebe ich auch im Glauben. Der Glaube unterbricht die Normalität des Alltags. Zum Beispiel normal, wenn ich mich oft verloren fühle im Alltag, gibt mir der Glaube immer wieder das Gefühl, du bist geborgen. Das macht mir Freude. Und ich denke an den Petrus, den Apostel Petrus, der an die Christen geschrieben hat, ihr, die an Jesus Christus glaubt, ihr jubelt in unsagbarer Freude.